Hallo zusammen, ich darf euch nochmal ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Runde im Eurotruck Simulator. Es ist jetzt dunkel, wir fahren heute mal ein bisschen Test Drive oder so irgendwas mit vier weiteren Kollegas. Mit dabei sind Inferno, Mortus, Nils und Sophia. Und wir fahren mit einer Ladung Milchpulver, also mit fünf Ladungen Milchpulver nach Italien. Ich sehe nichts. So, und wir schauen mal, wie das so wird. Komm, fahr mit deinem Transport allein. Wer fährt denn eigentlich vor? Weiß das jemand? Nils. Fahre ich vorne. Ah ja, sehr gut. Mit einem Beschleunigungsverhalten, das ist atemberaubend. Ich wollte gerade sagen, bis ich von Sag mal, jemandem bremst überholt du eigentlich werde, oder bist du wirklich registriert so werde. langsam? Ich drücke nur W und zwischendurch mal A. Ah ja. Jetzt Zeit, dass Nils sich mal einen eigenen LKW anschafft. Nils? Ja, du hast so ein Bordstein samt Geländer rechts. Anderes Problem. Das kann ja heiter werden. Die Bremsen sind auch nicht so gut wie gedacht. Oh nee, was bist du jetzt schon wieder drauf gefahren? Dem gelben Auto vor mir. Also der Mai-LKW ist wirklich ein komplettes. Ach. Alter. Ah ja, die Ampel ist schon wieder rot. Danke fürs so lang brauche. Ich fahre weiter, ich brauche eh zu lang zum Und hat schon Beschleunigen. wieder die Ecke mitgenommen. Bei mir nicht. Wir schon. Wie steht hier ja alle? Was war Nils deswegen? Ihr tut einmal weh und seid wieder bei mir. Mortus, darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Wieso ist deine Aufliegerschürze hinten eigentlich die für England? Ey! Das ging sich leicht aus. Du musst sowieso wieder links rüber, weil du auf die andere Auffahrt musst. Ja, warum machst du mich jetzt Schneide? Er hat die Frage nicht Warum habe ich einen beantwortet. englischen Aufleger? Das ist die gute Frage. Wo ist denn der Unterschied? Jetzt muss für so blöde Jans für mich. Ey, ganz einfach. Wenn du Du hast dir. das blaue rechts und Schaffst das rote links. Genau. In Deutschland müsste das blaue links sein, das rote rechts. Korrekt. Leute, Nils ist wirklich Ach erst da so, ja, oben der hat auf hier der. hinten das Kackding nur dran. Moment, Inferno, Also ich haben gut. das auch. Ich Aber. hab das bei mir. Ach ja, ich hab's aber richtig. Ja, ich auch. Digga, fahr! Erinnert's mich, ich muss das umbauen. Wäre es dir irgendwann selbst aufgefallen? Wahrscheinlich nicht. Sonst hättest du es ja gar nicht Eher so rum. nicht, weil ich meistens in der Innenansicht fahre und nicht in der Außenansicht. Woulez-vous Français? Mortus von hinten. Voulez-vous Ja, Park Mortus im Tiefen. Rubeschuh oder so ähnlich. Alter. Ich finde diesen Aber Auflieger einfach yay, jetzt geht toll. die Mausstationsparty los. Juhu. Ey. Und die wird Frankreich. nicht anhalten, die wird auch nicht abreißen, bis wir am Ziel sind. Gibt es in der Schweiz Mautstation noch? Nein. Welches Land? Mortus, was Antrag. tust du eigentlich? Ich fahr Nils nach. Ja, aber warum Antrag. bist du halb auf der Spur und halb auf dem Bahnstreifer? Für Notfälle. Naja. Du kennst Nils? Ey. Warum haben wir den Berg runter mit 75? Fahr 89, beide auf 90. Dann Wieso? packt's beide auch bergab nicht. Ich möchte euch nochmal an eine Sache erinnern. Wir sind hier im Stream, also verhaltet euch halbwegs realistisch. Hier ist 90 Geschwindigkeit für LKWs. Nils, rechts. Also wir sind meines Wissens so in Deutschland, du gilt nie 90 für LKW. Wir sind hier nicht in Deutschland. Frankreich. Nimi? Ach ja, stimmt. Wir waren Wir auch nie waren in die in Deutschland. Deutschland. Ich Ach, habe lasst mich. versucht, einen Antrag einzureichen, nach Deutschland zu fahren, weil es da keine Mautstationen gibt. Der Ja, stimmt, kam aber nicht durch an. Deutschland Wurde fahren wäre nicht schlauer gehört. gewesen. Wir hätten nur Schweden machen können, da können wir durch die Mautstation Nee, hat einfach Nils nicht. durchbrettern. Nee, Nils hat keine DLCs. Mensch. Das werden wir aber mal ändern, weil es ist ja im Es Moment ist es Sale. ist, es ist der Frühlingssale. Ja, ich werde das mal ändern. Ich habe diesen Monat noch die Spendierhosen an.
Na, wenn das so ist... Dir kaufe ich nix. Du verdienst eigenes Geld. Nils hatte die Möglichkeit auch zum eigenes Geld verdienen. Stimmt, der hätte können eine Ausbildung machen. Richtig. Fairer Punkt. Okay, er kriegt nix. Helle, Fastfood-Kette. Ja. Du bleibst da bitte drehen. Warte, pass auf, jetzt fährt er raus, oder? Fährt er raus? Ja, oh, nee, er bleibt immer noch stehen. Wahnsinnig. Der kam gleichzeitig mit Nils an, so lange steht er schon. RIP an ihn, auf jeden Fall. Naja. Wer? Kann man nichts machen. Das Auto, was da, ich habe gerade hinter mich gezeigt übrigens, ne? Das ist total lustig. Hinter dir steht ein Auto, okay. Nee, ich, also... Nils W. Ich drücke W durch. Ach du furchtbar, Alter, wie PS hat das Ding? Ich will's gar nicht wissen. Nee, wir schleichen hier gerade mit 68 über die Autobahn, also. Das ist mit einer Errungenschaft, wir waren zwischendurch bei 60, bevor es so Bash runterging. Oh. Jetzt kann Inferno mal meinen Auflieger bewundern. Wow. Hat doch was, ne? Mautstation. Übel Porno. Die linken zwei Spuren sind zum Durchfahren. Fantastisch. Kannst du auch mit 30 maximal. 30, ja. Nils, warum stellst du? Weil das Auto vor mir stehen geblieben ist. Was für ein Auto, da ist keins. Nils. Also bei mir ist da keins. Ist schon weitergefahren. Also, ja, aber es ist einmal auf irgendwie 1-2 km/h runtergespritzt. Das ist fast stehen bleiben. Was fährst du auch hinter mir, Sophia? Kennst mein LKW schon gut genug, auch wenn es nicht mein eigener ist. Als ob ihre so wahnsinnig viel besser ist. Ja, Moment, ich habe den großen Motor und ein relativ okayes Getriebe drin. Mhm. Schau dir mal an, wie schnell sie an mir vorbeizieht. Tja. Ja. Wenn hier alle an die vorbeifahren, fahre ich mit vorbei. Hör auf zu Hupe, Alter, das tut nur Ohren weh. Ja. Die Hupe ist echt furchtbar, Alter. Aber wenn es laut ist, ist es ja gut. Nee, jetzt nimm ich. Ich bin weit genug weg. Ja, ich habe Tempomat auf 90 und fahr 70. Trotzdem weiter weg. Tja, halt, bevor ich es vergesse, halt Benedikt, was selbst sagst du zu den Ereignissen in Saarbrücken am Dienstags? Also vergangenen Dienstags? Du brauchst mit mir nicht über Fußball zu sprechen. Okay. Das, wie sagt man so schön, es tangiert mich nur peripher. Bin mal gespannt, wie das nächste Spiel ausgeht. Ich meine, ja, ist ganz nice, dass sie jetzt auch den dritten Erstligisten rausgeschmissen haben. Aber ja. Mal gucken. Ich würde es ihnen gönnen, wenn sie... anwesend. Ich würde ihnen gönnen, wenn sie das Ding eventuell tatsächlich ganz nach Hause holen würden. Aber ich würde es auch irgendwie Kaiserslautern wünschen. Die gewinnen das nicht. Ich würde auf jeden Fall allen empfehlen, am 2. April nicht in Saarbrücken näher des Fußballstadions unterwegs zu sein. Ich glaube, das ist ein gefährlicher Bereich. Ja, egal wer gewinnt, die anderen zerlegen halt die Stadt, befürchte ich. Ja. Wie gesagt, mein Wunsch... Bin ich so froh, dass es dort ist. Mein kompletter Wunsch ging ja leider nicht in Erfüllung. Mein Wunsch wäre nämlich gewesen, dass das Endspiel des DFB-Pokals Saarbrücken gegen Kaiserslautern ist. Ja. Hallo Tobi, ich grüße Janemann, dich. Du blöder Rindvieh! Was ist denn dir vorne gerade passiert? Ah! Was war das, Inferno? Da war ein Auto, glaube ich. Der hat mich genötigt. Rindvieh. Was ist das? Fährst du raus oder bleibst du stehen? Oh. Blödes Arschloch. Da ist ja was. Ach du Scheiße. Es könnte sein, dass da irgendwo so ein Auto rumfliegt am Straßenrand. Ja, ich sehe es. Ups. Das fährt gerade rückwärts gegen den Zaun oder so. Ich weiß auch leider. Herrlich. Aber mit mir kann man... Ja, ich lese den Kommentar von Jan mal gerade vor. Also vom Janemann. Aber mit mir kann man über Fußball reden, aber hoffentlich fliegen die Drecksaarbrücker endlich raus. Naja. Ja, ihr seid Anti-Saarbrücken-Menschen, ne? Du und dein Bruder. Wenn ich mich noch richtig... Alter. Richtig erinnere, Kurwa.
Boberkurva, um genau zu sein. So. Du hupst ja wie die Bekloppten. Aber kann nur einer hinter dir sein. Die Lautern bringen die Schwimmärmchen mit ins Ludwigsbad. Ja, weil das Stadion halt am Absaufen ist, ne? Ist schon sehr lustig, ja. Eigentlich. So. Also früher war das nur Spezialwetter von der Lautra, aber ich glaube, somit hat die jetzt nichts mehr zu tun heutzutage. Mein Arbeitskollege hat ja die vage Theorie, dass Saarbrücken nur deswegen gewonnen hat, weil die es gewohnt sind, auf so einem beschissenen Platz zu spielen. Das könnte halt actually sein, habe ich auch schon gedacht. Ich finde aber schön, dass jetzt sowas wie ein Lehrschwimmbecken von der Stadt Saarbrücken zu bauen zurückgestellt wurde, um ein anderes Lehrschwimmbecken, also das Fußballstadion, zu entwettern. Hashtag NoFront oder so irgendwas, ne? Ja. Die wollen irgendwie zwei Regenrückhaltebecken und einen Schulhof und halt eben so ein Lehrschwimmbecken erstmal nicht sanieren. Das ist Stadion machen können. Das Stadion. Das klingt ja fast schon laut nach Haushaltsplanung, die sind genauso absurd. So, Janis, also unser Stoß, Janis auch, da war das etwa ein kleiner Unfall. Das war Schulterblick missachtet. Mhm. Ja. Und deswegen hast du ihn an den Zaun geschossen. Ja, wenn halt 40 Tonnen von hinten mit 90 angebrettert kommen, hast du als Auto halt eher so ein Problem. Das ist so für den Autofahrer semi-optimal. Richtig. Also mittlerweile bin ich dann nur noch auf 80 km/h runter, dass ich wieder aufschließen kann. Ja, hier sind ja auch im Moment nur 80, also passt doch. Na, bei mir steht 90. Ja, schön. Und Inferno sitzt gerade zum Überholen von Benedikt an. Ah ne, warte, die dritte Spur hört glaube ich auf, kann das sein? Da vorne? Bei mir noch nicht, na. Ah ne, dann fahren wir rüber. Jetzt ist hier wieder aufgehoben, fantastisch. Die ist hier gerade erst aufgehoben. Der Mann hat ja Quali-Optionen. Ja, keine Ahnung, Tobi, wie das passieren kann. Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Ihr müsst einfach mir zuschauen und dann werde ich Affiliate und dann habe ich immer Quality-Options. So sieht es nämlich Nach aus. Nach dieser Kurve geht die linke Spur zusammen. Ah, gut, das ist interessant für Inferno, aber nicht für mich. Potz! Also nach der Rechtskurve, oder? Nach der Rechtskurve, hier. Nee, bei der Linkskurve, oder? Nee, Rechtskurve. Vor der Linkskurve. Zwischen der Rechts- und Linkskurve geht's zusammen auf eine Spur. Auf zwei aber Spuren. Aber wo du hier geht das? Ja, wo wir gerade waren. Ja. Oh, hier ist sogar ein Verkehrsschild, was das anzeigt. Was hat das so an sich, ja. Gegen die Eintracht war es verdient gewonnen, da waren sie einfach besser. Aber gegen die Bayern und Gladbach war es einfach nur pures Glück. Beides Mal auf dieselbe Masche in der Nachspielzeit den Ball quer rübergelegt. Ich habe die Spiele nicht gesehen, ich habe keine davon gesehen. Ich habe nur das Ende vom, also die letzten zwei Minuten vom Gladbach-Spiel gesehen. Und habe da quasi live mitbekommen, dass sie gewonnen haben. Ihr braucht mich zu Fußball nichts fragen, ich habe da keinen blassen Schimmer von. Kann dir aber nur zuschauen, wenn du Quali-Optionen hast. Hashtag kauf dir besseres Internet. Überleg tatsächlich, ob ich am 2. April in Lautern ins Stadion gehen will, weil das Spiel wird ja in Lautern per Public Viewing gestreamt, weil in Saarbrücken. Ich hab so Bildschirm nicht, ich weiß nämlich nicht, was. Ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn die verlieren, die Lautra. Weiß es nicht. Also ich würde, wenn dann wieder, das letzte Mal, als ich da war, war es ja auch Familienblock. Wenn, dann würde ich wieder irgendwie so hingehen. Ich würde mir einen Escape-Plan bereitlegen, zum Beispiel einen Hubschrauber, der dich irgendwie aus dem Ding raus extrahiert, falls dort irgendwas anfängt zu brennen oder so. Ja, ich habe beschlossen, definitiv nette Fußball zu sehen an dem Tag. Oh, schon mit 80, also, was sollen die Scheiße? Also der große Vorteil ist halt, es sind keine, ich nenne es jetzt wirklich mal feindliche Fans, keine da. Wow, Tobi, das wow. Der Ball ist eckig und das Tor ist rund so viel. Oh, wow, Wahnsinn. Naja, gut, aber ich sag's mal so, der Interessensspiegel für Fußball bei mir hält sich halt, wie gesagt, relativ gering. Es ist Ballschubsen, mehr nicht. Ja. Das heißt, mit sehr überbezahlte Menschen. Mich. Verdienen dann sie mehr als genug, das stimmt. Hab eine Fußballfrage an dich. Wer ist der bessere Fußballspieler? Sebastian Vettel oder Felix Neureuther? Das ist ein interessantes Game, muss ich sagen. Jan, ich kann dir ehrlich gesagt sagen, ich weiß es nicht. Ich habe die beiden noch nicht Fußball spielen sehen.
Also ich weiß, dass Fußballspieler keins von beiden machen dürfen. Vettel kann das, sagst du? Bist du also denn? Vettel kann ein bisschen Fußball. Moment mal, ihr seid ja beide die Formel 1 Experten, ja? Wir haben jetzt ja hier mal beide. Wir haben den Janemann und wir haben Inferno. Das sind beides die Formel 1 Experten hier. Ihr kennt Sebastian Vettel, glaube ich, etwas besser. Ich meine, ich könnte für euch die Frage umbauen zu, wer ist der bessere Fußballspieler? Sebastian Vettel oder, keine Ahnung, Kimi Räikkönen oder Max Verstappen? Was weiß denn ich? Räikkönen. Naja, nee, dem ist es ziemlich alles egal. Also. Ich meine, der fährt er in der Aufwärmrunde einfach straight durch, ohne seine Reifen aufzuwärmen. Ja, der Räikkönen oder... Der Räikkönen, ja. Ah. Er ist halt einfach der Iceman. Ach, ja. Ja, ich ja aus Finnland. So, da vorne kommt ein Blitzer. Ich fahre hier einmal kurz ab, weil ich halt einen halb von LKW hingestellt bekommen habe. Vom Tank her. Da muss ich jetzt schon tanken. Was ist dann eigentlich irgendwie mit dem Ding nicht ranzig? Also, ja. Der Tank war leer, so. Leer, halb leer, irgendwie sowas. Wir sind sogar rechts da vorne. Definitiv Vettel. Kimi ist zu faul dafür. Siehste, sag ich doch, dem ist so ziemlich alles egal. Aber Verstappen hat ein zu großes Ego für einen Teamsport. Das stimmt. Na, wo er recht hat, hat er recht. Nun. Ich dachte, die Formel 1 ist auch so in die Art Teamsport. Nö. Also, sollte es ja, aber... Naja, die Formel 1 besteht doch einfach, ist doch im Endeffekt einfach nur das Battle, wer irgendwie die besseren Ingenieure hat. Ja. Verschwörungstheorien, die Autos werden ja aus der Box ferngesteuert. Ah, ja. Genau. Ich stehe mir gerade vor. Ich sag's mal so, ich war ein hervorragender Formel 1 Fahrer. Ach. Wenn man mir nicht Platz macht, ich mach mal den Platz schon selber. Weißt du, Inferno, was ich eigentlich sehr, sehr lustig finde, Formel 1 mit den Ramp-Buggies aus GTA. Oh je. Ja, also dann rammelt Verstappen aber jeden aus dem Weg. Dann, alle Überrundeten werden nochmal weggeschleudert. Dann schmeißen wir da rein, GTA, noch. Ich glaube, diese Art von Stockcar ist das, was dem Stern aus Mario Kart am nächsten kommt. Oder? Was war das gerade? Ich hab gehupt. Der über die Brücke fahrende Mortus hat gehupt. Da hat gefuckt, klingt das komisch. Und wenn ich ein bisschen langsam fahren auf Nils warte, weil der ist so am Arsch der Welt gewohnt. Wo ist denn der? Ah, der ist jetzt gerade eben auf die Überbringer-Auto. Oh fuck, ich muss rechts raus. Das wollte ich gerade sagen, irgendwie musst du mal. Ich würde sagen, nächste Tankstelle bleiben wir einfach mal stehen. Das ist das, was ich gerade vor 5 Sekunden gesagt habe. Genau. Ach so. Ich meine, wir könnten da ja auch gerade mal irgendwie einen Kaffee trinken gehen. Stimmt, hier läuft die Zeit ja nicht vorwärts, wenn ich hier Pause mache. Oh, Käffchen trinken. Käffle trinken. Bis der Tanke hätte es auch noch geschafft oder so, aber ich musste halt irgendwann tanken. Und wenn nicht, hättet ihr jetzt ja auch nicht auf mich gewartet, deshalb. Wenn du mir den Platz nicht gibst, mache ich ihn mir selber. Ah, ja. Einfach perfekt Gasly, Magnussen und Tsunoda beschrieben. Oh, jetzt mal ernsthaft, kennt ihr GTA Face to Face? Nee. Gib das nachher mal in YouTube ein. Sowas in Real Life. Fände ich hart lustig beim Zuschauen. Ja. Der fährt wieder querfeldein über die Wiese, da wollte ich mich gerade hinstellen, aber okay. Da gibt's einen zweiten Platz. Das ist mir bewusst, aber du musst ja nicht querfeldein über die Wiese fahren. Ich meine, hier oben sind auch noch zwei, ne? Aber just saying. Es war auch ja, so ausgeschildert. Trotzdem. Das wäre toll, hier waren Parkplätze ausgeschildert, aber hier ist ein LKW, der alles belegt. Hä? Nee, hier wo ich bin, ist einer. Ja, da wo du bist. Das ist ein LKW-Parkplatz, da wo du gerade hin wolltest. Ja, aber das ist keiner. Ja, aber da steht ein LKW.
So, machen wir mal Route zurücksetzen, jetzt brauchen wir das. Ich muss halt nur halt am gucke, wo ich jetzt penneriere. Mortus, kannst du mir Platz machen? Ja. Mitten in der Geografie. So, ich bin abgebogen auf eurer Autobahn. Ich werde da nicht abfahren. Plätzchen zum Pennerieren suchen. Er wird nicht abfahren, okay, alles klar. Ja, weißt du, wie lange es dauert, bis ich wieder auf Geschwindigkeit bin? Ja, ist schon okay. Dann, pass auf, dann machen wir es so. Wir beenden diese Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um weitere Folgen davon nicht zu verpassen und die weiteren Videos nicht. Schaut mal in die Videobeschreibung rein, da findet ihr noch andere interessante Sachen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin und tschüss. Ich hasse diese Parkplätze.